So, und dann begrüße ich euch zur heutigen Yogastunde. Wir werden die Vorwärtsstreckungen betonen. Das wird das Hauptthema sein. Und noch einmal kurz zur Wirkung der Vorwärtsstreckungen. Diese sprechen sehr stark das das Nervensystem an, was für Ruhe sorgt, also das parasympathische Nervensystem. Und das betonen wir. Wir gehen aber auch in Drehungen und auch in eine kleine Rückwärtsstreckung, sodass alle Aspekte angesprochen werden mit der Betonung auf den Vorwärtsstreckungen. Und dann beginnen wir im Sitzen. Komm an auf deiner Unterlage, auf deinem Sitz, etwas erhöht, sodass, wenn du sitzt, dass deine Knie nicht sehr viel höher kommen als die Hüftknochen. Und dann sitzt zuerst in Dandasana. Streck deine Beine, so dass du zunächst in Dandasana ankommst, in der Beinstreckung. Und dann greif noch einmal unter das Gesäß und zieh das Gewebe nach rechts, nach links. Die Fingerkuppen eingestützt, die Ellenbogen nimm nach hinten. Und dann erde zunächst die Beinrückseite. Streck die Beine in die Fersen, zieh die Kleinzehseite zu dir heran, streck in die Innenfersen, Kleinzehseite, Großzehballen aktiv, die Oberschenkel halt zurück und dann komm in das Heben des Oberkörpers. Heb den Unterbauch, heb das Brustbein, halt die Sitzbeine schwer. Und nun komm von hier, also diese Aufrichtung bewahren, die hast du dir kreiert soeben. Komm von hier in die gekreuzte Sitzhaltung, greif in deine rechte Kniekehle und führe mit der Hand stets in der Kniekehle das Knie seitlich und leg den Fußrücken ab. Also komm wirklich auf den Fußrücken und kreuz dann die Schienbeine mittig, greif in die andere Kniekehle, wieder auf den Fußrücken rollen. Und dann bring die Handflächen auf die Oberschenkel, Innenoberschenkel. Und fühl die Sitzbeine, die mittleren Sitzbeine. Und komm mehr auf die hinteren Sitzbeine, sodass das Kreuzbein nach innen kommt und der Steiß abwärts. Richtung Boden, Richtung Unterlage. Die Handflächen, fühl den Kontakt der Handflächen auf den Oberschenkeln. Halte deine Oberschenkel schwer. Heb den Bauchnabel an, die Bauchhaut hebt, heb das Brustbein. Halte deine Schlüsselbeine breit, die Schultern breit. Und nun halte die Gesichtsfläche sanft zurück. Das heißt, du streckst vom Hinterhaupt in die Scheitelkrone und ziehst das Kinn sanft Richtung Kehle. Suche die Linie des Hinterhaupts zum Kreuzbein, sodass Kreuzbein und Hinterhaupt in einer Linie stehen. Die Augen ruhen geradeaus, horizontal. Pupillen ruhig, die Augen ruhig und dein Blick weich. Hier kein scharfer Blick, sondern ganz weit gestellt, weich der Blick. Als würdest du vom Hinterkopf aus blicken. Und dann schließ mit einer Ausatmung deine Augen und komm ganz bei dir selbst an. Leg das obere Augenlid weich und sanft auf dem unteren ab. Und entspann die Stirn vom Haaransatz zu den Augenbrauen glatt. Entspann die Schläfen und den Punkt zwischen den Augenbrauen weich.
der Unterkiefer locker, die Zunge locker. Deine Lippen berühren sich leicht. Die Gesichtshaut weich. Nach einer Ausatmung richte deine Aufmerksamkeit ganz auf deinen Atem. Begleite deinen Atem. Begleite deinen Einatmen, das Einströmen an der Nase in den Brustraum. Die Bauchdecke halte weich. Das Ausströmen aus dem Brustraum, aus der Nase. Begleitend. Den Atem wahrnehmen. Und dann nimm wahr, wie jeder Einatem dir ein inneres Aufrichten schenkt, ein Öffnen, Weiten, Aufrichten und jeder Ausatem ein inneres Loslassen, ohne deine Aufrichtung zu verlieren. Reines Begleiten, Bezeugen deines Atems. Und dann führ die Handflächen zueinander, die rechte, die linke Hand zum Herzen führend, ganz achtsam, ganz aufmerksam. Die Daumenwurzeln stützen und heben das untere Brustbein, die Haut am Brustbein angehoben mit den Daumenwurzeln, sodass du dein Herz anheben kannst. Deine Handflächen berühren sich. Nimm den Kontakt der Handflächen wahr, auch der Handwurzeln, bis in die Fingerkuppen. Die Finger zeigen schräg nach oben. So diese Geste der Zentrierung. Das ist ein Mudra. Ein Atmanjali Mudra, ein Hinweis auf den Atman, das Selbst in uns. Das wahre Selbst, das Selbst, das nur wahrnimmt, unkonditioniert ist. Wir beginnen gemeinsam, den Klang nach außen zu tragen, den Klang von Om. Dafür atme vollständig aus. Vollständig und tief ein. Om.
Lausche in die Stille. Und lass dann die Stirn ganz zum Herzen sinken. Es ist ein Verneigen des Verstandes vor dem Herzen. Auch eine Verbindung. Und lass dann die Handrücken sinken. Hebe den Kopf langsam, behutsam und ganz weich, ganz ruhig öffnen sich jetzt deine Augen. Auch hier der Blick bleibt weich und weit. Lass dir Zeit zurückzukommen. Und dann löst die Haltung auf. Und wir beginnen im Vierfüßlerstand die Vorbereitung im fließenden Bewegungen. Das konkave und das runde Rückenmuster nehmen wir ein, indem ihr die Hände unter die Schultern bringt, die Arme halte gestreckt, die Handgelenke auf jeden Fall parallel zum vorderen kurzen Mattenrand. Spreiz die Finger weit voneinander weg, spreiz auf jeden Fall auch die Haut zwischen Daumen und Zeigefinger weit voneinander weg. Die Handgelenke auf jeden Fall parallel. Die Knie unter die Hüfte und zunächst komm in die neutrale Rückenposition, halte die Arme deutlich gestreckt und die Gesichtsfläche sanft zurückgehalten, also weg von der Matte, sodass die Halswirbelsäule lang kommt. Und nun atme vollständig aus, bring den Bauchnabel ran, schieb die Schulterblätter weit nach oben und der Blick geht zum Bauchnabel. Einatmend aus der Bewegung des Beckens kommen das konkave Rückenmuster, die Schulterblätter führt zueinander. Halte die Augen weich und ruhig. Ausatmend ruhig, rund, der Bauchnabel ran, der Blick zum Bauchnabel. Und dann ganz fließend, weich, aus der Bewegung des Beckens in die Wirbelsäule, einatmend konkav. Fahre fort im eigenen Atemrhythmus. Ich schalte euch jetzt alle auf stumm, sodass es keine Nebengeräusche gibt. Und lass Atem und Bewegung in Verbindung kommen, so dass jeder Atem die Bewegung einleitet. Also der Einatem leitet das konkave Rückenmuster ein und der Ausatem das runde Rückenmuster. Die Arme halte gestreckt. Die Hände ganz klar auf der Unterlage. Sehr klar von der kleinen Fingerseite zur Daumenseite. Und noch einmal vollständig aus. Und tief ein. Und dann komm in das neutrale Rückenmuster. Halte den Rücken ganz neutral. Und hier könnt ihr einmal sehen, die Arme nochmal gestreckt. Deutlich gestreckt, die Gesichtsfläche halt zurück und jetzt streck dein rechtes Bein zurück und setz nur den Großzeh auf, sodass du hier erst einmal das Bein wirklich streckst und zwar vom Innenbein und hier nochmal die Hüfte korrigieren kannst, sodass der Rückenbereich parallel geht, um dann im Anschluss das Bein vom Innenbein zu heben. So nur diese Bewegung. Also du beginnst mit dem rechten Bein, streck das rechte Bein und setz nur den großen Zeh auf, so nur berührend.
Und dann streck das Bein vom Innenbein. Also füll die Kniekehle aus, die Beinrückseite maximal gestreckt. Und dann hebe vom Innenbein. Halte das Bein wirklich gestreckt und deine rechte Außenhüfte sinkt sanft, sodass der Rücken die Hüfte parallel bleibt. Und halte und atme. Und dann löse auf, indem du erst den Großzeh ganz achtsam, ganz langsam wieder absetzt und das Knie zurückführst. Und dann wechsel mit dem linken Bein. Beginne erst, den Großzeh aufzusetzen und das Bein wirklich deutlich zu strecken. Die Außenhüfte sinkt, deine linke, so dass die Hüfte parallel steht. Und dann hebe achtsam vom Innenbein und zieh dann die Zehen zu dir heran. Das heißt, du schiebst die Ferse von dir weg. Heb vom Innenbein sehr stark und halte deine linke Außenhüfte gesunken, sodass du die Hüfte parallel in der Parallelität hältst. Atme ruhig und gleichmäßig. Und löse auf, indem du achtsam dein Bein wieder senkst, den Großzeh aufsetzt und die Knie parallel stehen. Und dann komm einmal in die Kinderhaltung, öffne die Knie, aber nicht zu weit, sondern so weit, dass wenn du dich jetzt nach hinten setzt und dann nach vorne streckst, dass deine Flanken an den Innenoberschenkeln gestützt sind. Also, ich zeige, was falsch ist. Falsch ist, wenn du die Knie hier so weit auseinander nimmst, dass hier alles nach unten fällt. Du hältst die Knie so, dass die Flanken seitlich an den Oberschenkeln gestützt sind und dann komm zunächst in die halbe Haltung vom Virasana, Adho Mukha Virasana. Die Großzehen berühren sich. Und dann ganz achtsam, halte zunächst die Sitzbeine auf den Fersen. Wenn du merkst, dass du keinen Kontakt hast, dann nimmst du dir eine Decke zwischen Sitzbeinen und Fersen, sodass wirklich die Sitzbeine erden können und die Haut im unteren Rücken abwärts geht, Richtung Fersen. Und dann lauft ihr langsam nach vorne. Lauf langsam nach vorne. Und zuerst bring die Handflächen auf die Matte, spreiz die Finger, öffne die Handteller, hebe das Kinn, hebe den Kopf, halte die Sitzbeine schwer, den unteren Rücken lang, heb den Kopf, drück die Handflächen nach unten und bring die Schulterblätter noch deutlicher nach vorne. Zieh das Brustbein lang nach vorne und dann wieder ein paar Zentimeter, streck die Arme nach vorne, noch einmal halte den Kontakt der Hände. Daumen, Zeigefinger, Kleinfingerseite, drück die Hand abwärts, streck die Arme und bring die Schulterblätter deutlich nach vorne, Brustbein nach vorne, ohne den Kontakt der Fersen zu den Sitzbeinen zu verlieren. Und ganz am Schluss leg die Stirn ab, aber halte die Ellenbogen auf jeden Fall gestreckt. Lass die Stirn sinken auf die Matte. Und entspann die Stirn. Die Stirn ruht, aber die Arme sind gestreckt, die Hände sind gestreckt, sodass du ganz klar bist in den Händen. Die ganze Handfläche drückt in die Matte. Die Finger sind deutlich gespreizt, weit voneinander aufgefächert. Vor allem auch die Haut zwischen Daumen und Zeigefinger. Und dann fühl die Verbindung von der Hand zu den Schultern. Wenn du die Hände wirklich klar in die Unterlage bringst und den Kontakt hältst und die Arme streckst, wie du zurückkommst zu den Schultern und die Schulterblätter nach hinten bringst, weg von den Ohren und nach vorne. Der Nacken lang, die Stirn ruht, die Augen weich. Die Sitzbeine halten den Kontakt zu den Fersen. Atme ruhig und gleichmäßig. Weiche Einatmung. Ruhige Ausatmung.
die Arme gestreckt, von den Händen hoch in die Schultern, zu den Schulterblättern. Und dann löse wieder behutsam auf, komm langsam zurück in den Vierfüßlerstand, wechsel wieder und wir kommen noch einmal in diese schräge Bewegung, gegenläufige Bewegung. Du streckst die Arme. Diesmal setzt noch einmal die rechte Zeh auf, sodass du das rechte Bein gut streckst. Ich zeige mich nochmal von der Seite. Und dann heb wieder vom Innenbein. Halte die Hüfte dadurch parallel, wenn du vom Innenbein hebst. Und streck dann den linken Arm nach vorne. Und zwar so, dass die Handfläche nach unten zeigt. Der Kopf so, dass die Gesichtsfläche sanft zurückgehalten wird und der Oberarm in Linie deines Ohres. Streck aber auch den rechten Arm, die rechte Hand ganz klar weit aufgefächert. Halte dies und atme. Diese diagonale Streckung. Aber ganz klar, streckt den Arm, hebt die Handfläche hoch und bringt dadurch das Schulterblatt ran. Und ausatmend löst wieder auf und wechsel die Seite. Ich zeige mich jetzt von vorne. Noch einmal, setz jetzt den linken Fuß auf, den linken großen Zeh, sodass du erstmal in die Streckung deines Beines kommst. Der Blick bleibt auf der Matte und dann heb wieder vom Innenbein, sodass die Hüfte parallel bleibt, die Außenhüfte sanft abwärts geht und du vom Innenbein hebst und dann streck den rechten Arm. Streck den rechten Arm nach vorne und zieh dich diagonal auseinander. Halte den Unterbauch gehoben, der Blick bleibt auf der Matte und über das Heben der Handfläche von der Matte vom Boden, bring das Schulterblatt deutlich ran. Ohr und Oberarm in einer Linie. Atme weich, gleichmäßig und führ die Hand zurück. Achtsam führ dein Bein zurück, komm wieder in den Vierfüßlerstand und noch einmal runde deinen Rücken, bring den Bauchnabel ran. Lass den Kopf sinken, der Blick zum Bauchnabel, um einatmend aus der Bewegung noch einmal in das konkave Rückenmuster zu kommen. Ausatmend rund und einatmend konkav. Schulterblätter zueinander und ausatmend auseinander, hoch und auseinander. Ein letztes Mal in dieser fließenden Bewegung. Und dann komm in die neutrale Rückenposition und leg dich auf den Rücken. Ihr könnt erst einmal schauen, und zwar, ihr liegt auf dem Rücken, die Füße, hier könnt ihr frei auf dem Rücken liegen heute. Braucht ihr keine Wand, sodass ihr euch jetzt nicht verändern müsst in der Position. Bring die Hände rechts und links neben die Hüfte und streck erstmal beide Beine nach oben. Okay, komm auf die Rückenlage, die Hände neben die Hüfte, die Arme nach vorne gestreckt zur Hüfte, bring die Handflächen neben die Hüfte, sodass du wirklich die Hände in die Matte drückst. Und dann stell die Füße auf, stell erst die Füße auf, zieh die Knie ran. Und streck die Beine gerade nach oben, sodass die Fersen über den Sitzbeinen stehen. Schieb die Fußsohle hoch zur Decke, also nicht Richtung Kopf, sondern wirklich über die Sitzbeine. Füll die Kniekehle aus, bring die Handflächen abwärts, drück die Hände fest nach unten. Streck die Beine, zieh die Kleinzehseite zu dir heran. Schieb die Innenferse hoch, Großzehballen hoch, fächer auch deinen Fuß weit auf, öffne die Fußhaut. Das Kreuzbein flach, die Beine gestreckt. Schulterblätter flach, der Hinterkopf ruht in der Unterlage, die Stirn entspannt,
die Beine aktiv, die Beine aktiv. Und ausatmend beugt die Beine und stell die Füße auf. Komm über die Seite noch einmal zum Sitzen, weil ihr braucht jetzt alle einen Gurt. Nehmt ihr einen Gurt für die nächste Haltung. Ihr kommt zu, ihr könnt den Gurt einfach so längs lassen, ihr braucht keine Schlaufe. Ihr könnt noch einmal schauen bei mir. Ihr liegt auf dem Rücken. Und zwar geht ihr zuerst in die Haltung wie eben. Ihr streckt die Beine gerade nach oben und bringt den Gurt um den Mittelfuß. Greift den Gurt schön kurz, streckt nochmal die Beine deutlich in den Gurt und die gleiche Aktion. Der Innenferse streckt hoch, Großzehballen und ihr zieht die Kleinzehseite zu euch heran und hier könnt ihr tatsächlich auch mit dem Gurt diese Kleinzehseite betonen. Nur mit dem Gurt schiebt ihr die Kleinzehseite zu euch heran und als nächstes schlupft ihr dann gleich aus dem Gurt und streckt erst ein Bein, kommt zurück, streckt das andere Bein, löst auf und dann komm aus der Haltung. Okay, lieg erst auf dem Rücken, ich gehe mit euch in die Haltung. Lieg auf dem Rücken, bring die Knie ran und bring den Gurt erstmal um beide Füße, um den Mittelfuß. Greif den Gurt so kurz als möglich und streck die Arme. Halte die Fersen in Linie deines Kreuzbeins, sodass der untere Rücken möglichst flach zum Boden kommt. Das Kreuzbein flach und dann streckt die Beine in die Fersen. Schieb die Großzehballen hoch und zieh die Kleinzehseite zu dir heran und dreh die Oberarme gleichzeitig von innen nach außen, sodass du deine Oberarme von innen nach außen rotierst, um den Brustraum zu öffnen. Mit der Absicht, die Innenachselhöhlen zu heben und die Schulterblätter am Platz zu halten. Möglichst flach. Der Hinterkopf bleibt flach, die Augen ruhig. Streck die Beine deutlich in den Gurt. Also nicht die Füße über den Kopf, die Füße 90 Grad. 90 Grad. Es geht hier nicht darum, die Beine sehr zu strecken, sondern es geht erst um den unteren Rücken, um das Kreuzbein, dass ihr sehr deutlich erden könnt über diese Beinstreckung, die Fersen über die Sitzbeinen haltend. Die Kleinzehseite zu dir heran über die Aktion des Gurtes. Du spürst den Gurt an deinem Fuß, diesen Reiz am Fuß und da gib nach, zieh die Kleinzehseite heran und streck die Beine in die Fersen, in den Innenfuß, in die Innenferse, Großzehballen. Schieb die Oberschenkel weg von dir, die Oberschenkelansätze schieb weg von dir, sodass du den Bauch befreist, beide Flanken gleich lang sind. Und dann löst den linken Fuß aus dem Gurt, stell den linken Fuß erst aufstellen, streck nochmal das rechte Bein in den Gurt deutlich, füll die Kniekehle aus, die Oberschenkelansätze weg von dir, rechts, nochmal sehr klar im Fuß, Ferse, Sitzbein übereinander und dann heb die Zehen, also den ganzen Vorderfuß im aufgestellten Bein und schieb nur die Ferse dem Boden entlang nach vorne. Auf der Ferse streckt dein Bein, auf der Ferse. Schieb die Ferse nach vorne weg von dir und halte beide Füße gleich in der Aktion. Auch wenn das untere Bein jetzt keinen Gurt hat, aber stell dir vor, er hätte ihn. Die gleiche Aktion. Du ziehst die Zehen zu dir heran, die Kleinzehseite heran, schiebst den Großzehballen weg und hältst die Oberschenkelvorderseite flach. Füll die Kniekehle aus zum Boden. Und das gleiche im gestreckten Bein. Streck dein Bein in die Ferse und füll die Kniekehle aus. Die Oberarme rotieren von innen nach außen, sodass die Schulterblätter flach, beide flach liegen.
Der Hinterkopf ruht, die Augen weich. Und dann wechsel. Stell den Fuß erst wieder auf und bring den Fuß zurück in den Gurt, sodass beide Beine nach oben strecken. Erst wieder Padmasana, das heißt, die Hände greifen den Gurt so kurz als möglich, streck beide Beine und stell dann den rechten Fuß auf. Erst aufstellen, sodass du nochmal dein linkes Bein gut korrigieren kannst, sodass die Ferse wirklich über dem Sitzbein steht. Also ich bin bei euch, ich sehe euch, eure Beine. Streckt die Beine deutlich, füll die Kniekehle aus. Und dann hebt den ganzen Vorderfuß im rechten Bein und streckt dann auf der Ferse dein Bein nach vorne aus, so dass du die ganze Zeit mit der Ferse den Kontakt zum Boden hältst. Und streck das linke Bein hoch, streck das Bein in den Gurt. Und fühl den Gurt an den Fuß, an der Fußaußenkante, zieh die Kleinzehseite ran, die Fußaußenkante ran, den Großzehballen schieb nach oben, schieb ihn weg von dir. Streck die Arme, dreh die Oberarme von innen nach außen und bring die Oberschenkelansatz weg von dir. Die Oberschenkel aktiviere weg von dir, sodass beide Flanken gleich lang und der Bauch weich, befreit. Dann löse die Haltung auf, beug das Bein, streck noch mal beide Beine hoch in den Gurt, beide Beine noch einmal hoch, sodass wir aus der Haltung gehen, wie wir reingekommen sind, mit beiden Beinen gestreckt in den Gurt. Greif wieder so kurz als möglich, dreh die Oberarme von innen nach außen, um den Brustraum zu heben. Die Schulterblätter beide flach, der Hinterkopf flach, die Augen weich, der Unterkiefer entspannt und dann löse. Löse die Füße aus dem Gurt, stell beide Füße auf, stell die Füße erst noch auf, halte den unteren Rücken gut geerdet. Und komm dann über die Seite nach oben zum Stehen. Komm hoch zum Stehen für die nächste Haltung, Tadasana. Wir kommen zu Tadasana, jetzt kommen wir an auf den Füßen. Und nehmt euch heute einen Block. Nehmt den Block so hochkant. Ich zeige noch einmal näher, also hier ganz so hochkant zwischen die Innenknöchel und Innenfersen. Also ihr bringt den Block so, dass ihr gerade die Fersen am Block habt. Ich hoffe, ihr könnt das bei mir sehen, sonst könnt ihr gerne noch mal ein bisschen näher gucken kommen. So, dass gerade die Fersen am Block stehen, die Fußaußenkanten parallel zum kurzen äußeren Mattenrand. Nehmt einmal die Hände noch an die Hüfte, sodass das Bewusstsein auch über die Hände in die Hüfte kommt. Die Daumen am Kreuzbein, die Ellenbogen rück. Und dann fühlt erstmal den Block an den Innenfüßen. Und oh, da kommt noch jemand dazu. Moment, eine Sekunde. Bleibt in der Haltung. So, gut. Jetzt ist es so, dass ihr hier die Innenferse nach hinten schiebt, den Block zurückschiebt und die Innenknöchel heben vom Block. Die Innenknöchel heben weg vom Block. Aber gleichzeitig bringt ihr die Außenknöchel ran an den Block und Richtung Kleinzehseite. Hier habt ihr den Block als Maß, hier könnt ihr gut mit dem Block üben. Also ihr hebt die Innenknöchel weg vom Block und schiebt auch die Innenknöchel zurück.
Halte die Außenknöchel zum Block, also bring die Außenknöchel nach innen und schieb die Außenknöchel zum kleinen Zeh nach vorne und schau, was passiert im Becken. Halte diese Aktion in den Füßen. Klein die Außenknöchel ran, nach innen mit den Außenknöcheln zum Block, aber gleichzeitig die Innenknöchel weg vom Block und zurück. Und dann heben sich die Schienbeine hoch und drückt die Oberschenkelansätze ran. Und dann halte das Kreuzbein innen, heb das Schambein, heb das Brustbein und streck die Arme nach unten. Die Oberarme schwer, die Hände schwer, die Finger weit gespreizt, also die Sonnenhände weit geöffnet, die Handfläche, die Finger weit gespreizt. Und diese Aktion in den Füßen bewahre. Heb das Becken, richte das Becken auf. Heb das Schambein, der Steiß geht abwärts Richtung Fersen und dann streckt einmal die Arme nach vorne, verschränkt die Hände ineinander für Badanguljasana, schieb die Handflächen weg von dir, halte den Kontakt von Daumen- und Kleinfingerseite und streck die Arme hoch, die Ellenbogen gestreckt. Streck die Arme weit nach oben und bring die Ellenbogen zueinander. Schieb die Handfläche hoch, die Kleinfingerseite rück. Halte die Füße im Bewusstsein. Bleib sehr achtsam in den Füßen. Die Außenknöchel ran und Richtung Kleinzehseite. Die Innenknöchel heben. Großzehballen. Schieb die Handflächen hoch und rück. Und wechsel. Bring die Hände nach vorne. Schau in deine Hand. Wechsel den Zeigefinger, diesmal den anderen Zeigefinger nach oben. Wieder schieb die Handfläche erst weg von dir. Halte den Kontakt von Daumen- und Kleinfingerseite. Und noch einmal, bevor du die Arme streckst, geh nochmal ins Bewusstsein deiner Füße. Bring die Außenknöchel Richtung Block. Heb die Innenknöchel sehr klar in dieser Haltung. Und die Oberschenkel kommen automatisch ran. Und dann halte das Becken gut aufgerichtet, streck die Arme hoch. Schieb die Handflächen hoch, die Kleinfingerseite rück. Die Ellenbogen zueinander, die Gesichtsfläche sanft zurückgehalten. Heb vom Hinterhaupt in die Scheitelkrone. Und streck die Arme, streck die Handflächen hoch und rück. Kleinfingerseite rück. Heb die Innenknöchel weg vom Block, die Außenknöchel ran. Und löse auf, achtsam, die Hände nach vorne, schau in deine Hand und bring die Hände zurück zu Tadasana. Spreiz die Finger, öffne die Handflächen, halte die Daumen etwas hinter der Achse und löse dann auch Tadasana auf. Wunderbar, diese Aktion mit den Füßen, die bewahre, wenn wir jetzt in Adho Mukha Svanasana gehen, den herabschauenden Hund. Aber geht diesmal jetzt an die Wand. Also sucht euch eine Wand, sodass die Fersen erden können an der Wand. Ich zeige einmal. So, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Vielleicht müsst ihr noch einmal an die Kamera kommen. Also ihr bringt die Füße hüftbreit, die Hände auf die Matte. Und zuerst setzt die Füße ein. Also hier noch nicht gleich in den richtigen Abstand gehen, sondern platziere die Füße gut, die Fußaußenkanten parallel und schieb die Fersenrückseite Richtung Wand. Also hier, wenn ihr eine Leiste habt, dann könnt ihr die ganze Ferse aufsetzen. Ansonsten schweben die Fersen in der Luft und ihr habt einen kleinen Abstand zwischen Ferse und Boden. Wichtig ist, dass ihr die Rückseite in die Wand schiebt und dann lauft ihr mit den Händen etwas nach vorne, haltet den Kopf erst gehoben, streckt die Arme und bringt dann erst den Kopf so, dass die Ohren neben den Oberarmen stehen. Okay. Wenn ich euch jetzt nicht sehen kann, dann folgt einfach den Worten.
Platziere die Füße hüftbreit, die Fersenrückseite an der Wand, Fußaußenkanten parallel zum langen äußeren Mattenrand, so dass ihr die Füße, die Fersen so hoch, dass ihr die Fersenrückseite gut nach hinten schieben könnt. Also wirklich Kontakt habt mit der Fersenrückseite zur Wand. Und dann lauft nach vorne, um den richtigen Abstand zu finden. Also nicht zu klein. Und Doris noch ein bisschen weiter nach vorne laufend. Ja, so ist gut. Und dann streckt die Arme. Hebt den Kopf nochmal an. Hebt den Kopf, hebt das Kinn. Streckt die Arme deutlich. Die Handflächen klar geöffnet und sehr stark im Kontakt zur Unterlage. Und dann von den Händen streck hoch in die Hüfte. Öffne die Achselhöhle. Genau, mit dem Heben des Kinns bringt das Brustbein mehr nach vorne und die Schulterblätter deutlich nach vorne. Und halt die Oberschenkelansätze zurück. Und dann schieb die Fersenrückseite in die Wand, um die Schienbeine hoch und rück zu bewegen. Und jetzt die gleiche Aktion im Fuß wie eben in Tadasana mit dem Block. Heb die Innenknöchel zu den Außenknöcheln, aber bring den Außenknöchel ran und nach vorne Richtung Kleinzehseite. Schieb die Ferse zurück in die Wand. Oberschenkel hoch und rück. Hüfte hoch und rück, deutlich hoch und rück. Streck die Arme. Beweg die Leisten zurück, sodass die Handgelenke und die Leisten einen größeren Abstand bekommen. Der Nacken lang, die Ohren stehen jetzt neben den Oberarmen. Und dann löst die Haltung auf. Komm auf die Knie und noch einmal in die Kinderhaltung. Bring die Knie auseinander, so dass der Abstand nicht zu groß ist, so dass die Bauchorgane gestützt bleiben. Halte die Sitzbeine auf den Fersen und dies bewahrend läufst du nach vorne langsam und achtsam. Streck die Arme und am Ende leg die Stirn auf der Matte ab. Sitzbeine schwer. Steiß Richtung Fersen. Notfalls eine Decke zwischen Sitzbeinen und Fersen, sodass dies gut erden kann, sodass ihr die Haut im unteren Rücken Richtung Boden fließt. Der Steiß abwärts geht. Und die Brustwirbelsäule nach vorne streckt, über die Aktion der Hände und der Arme. So die Arme hängen nicht durch, sondern streckt die Arme von den Händen. Hebt die Ellenbogen weg von der Matte, sodass du den Kontakt fühlst von der Hand zu deinen Schultern. Diese Verbindung. Halte die Außenoberarme abwärts, hebt die Innenoberarme. Und lass die Stirn ruhen. Von hier kommt einmal noch auf die Handrücken. Also dreh die Oberarme von innen nach außen und halte die Daumenseite Richtung Boden. Die Hände sind schulterbreit. Öffne die Handflächen nach oben, sodass ihr nochmal ganz deutlich die Oberarmrotation einnehmt, sodass die Oberarme wirklich von innen nach außen öffnen. Die Handflächen weisen nach oben, die Daumen halte schwer. Die Stirn entspannt, die Augen weich, ruhig, der Atem fließt. Die Innenoberarme heben, die Außenoberarme abwärts und die Hand halte so, dass die Daumen Richtung Boden gehen und die Kleinfingerseite etwas hebt. Und dann komm langsam zurück, komm wieder auf die Handfläche und wenn du aus der Haltung kommst, dann heb erst den Kopf, lauf mit den Händen zurück und komm
zum Stehen, stell die Füße ein und komm nach oben zum Stehen. Wir kommen einmal in den Sonnengruß, um uns noch ein bisschen vorzubereiten, aufzuwärmen. Bring die Hände neben die Hüfte, die Großzehen geschlossen, steh vorne an deiner Matte. In Tadasana. Und auch hier bau wieder dein Tadasana auf, auch von den Füßen. Die gleiche Aktion, auch ohne Block. Das Heben der Innenknöchel, die Außenknöchel ran und zur Kleinzehseite. Die Oberschenkel halt zurück, das Becken aufgerichtet. Das Kreuzbein nach innen, das Schambein hebt, das Brustbein hebt. Und dann komm einatmen zu Urdhva Hasta. Streck die Arme nach oben, die Handkante hoch und rück. Und ausatmen, bring die Arme über die Seite, zieh dein Brustbein weit nach vorne, halte die Aktion in den Füßen, die Oberschenkel halte rück und komm zu Uttanasana, setz die Hände ein, beug die Beine und lauf mit den Füßen zurück zu Adho Mukha Svanasana, den herabschauenden Hund. Streck die Arme wieder von den Händen, streck die Arme hoch in die Schultern und dann hoch in die Hüfte. Die Hüfte hoch und rück. Atme noch einmal tief ein und ausatmend Gewichte nach vorne. Bring das Becken nach vorne, streck die Arme, die Hände unter den Schultern, die Gesichtsfläche halt zurück. Öffne die Innenbeine, die Beinrückseite und lass dann achtsam das Becken sinken. Die Innenbeine gehoben, die Außenhüfte abwärts und komm zu Urdhva Mukha. Richte den Oberkörper entlang der Oberarme auf. Halte die Innenbeine gehoben, heb den Kopf, die Schultern nach hinten, Schulterblätter abwärts, das Brustbein hebt. Und ausatmend schieb dich wieder zurück. Heb das Becken, heb die Hüfte und streck die Arme. Komm wieder zu Adho Mukha Svanasana, den herabschauenden Hund. Wieder hier die Aufmerksamkeit in den Füßen bewahrend. Heb die Innenknöchel, die Außenknöchel ran und nach vorne Richtung Kleinzehseite. Die Fersen schieb Richtung Matte, von der Wade streck in die Fersen. Atme noch einmal vollständig aus und komm einatmend wieder in die Planke. Gewichte nach vorne, bring das Becken etwas nach vorne, halte den Unterbauch gehoben. Streck die Innenbeine, erinnere dich am Anfang der Stunde, das Heben der Innenbeine. Und dann lass aus dieser Aktion das Becken sinken, ganz kontrolliert. Und streck die Arme, heb den Brustkorb. Ich zeige mich nochmal von der Seite, dass ihr diese Aktion seht. Das Becken sinkt und der Oberkörper richtet sich auf. Die Innenbeine bleiben sehr aktiv. Streck die Arme deutlich. Und ausatmend schieb dich wieder zurück zu Adho Mukha Svanasana, den herabschauenden Hund. Heb die Hüfte hoch und rück. Schieb die Fersen weit nach hinten und abwärts. Die Innenknöchel zu den Außenknöcheln und die Außenknöchel kommen ran und zur Kleinzehseite. Und dann schau nach vorne mit den Händen zu den Händen und lauf mit den Füßen zu den Händen, schließ die Füße. Komm einatmen in Urdhva Mukha, das heißt, du greifst von außen die Waden, ziehst das Brustbein lang nach vorne und tauchst dann aus dieser kreierten Länge in die volle Haltung Uttanasana ab. Lass den Kopf sinken. Das Gewicht etwas mehr auf den Vorderfüßen und auch hier die Innenknöchel gehoben, Großzehballen und die Außenknöchel ran. Atme vollständig aus und einatmen, komm wieder zu Urdhva, also in Ardha Uttanasana, zieh das Brustbein lang nach vorne, die Schultern zurück, die halbe Pose und bring die Arme über die Seite und komm so wieder nach oben zum Stehen. Tadasana, die Arme nach oben gestreckt und bring sie dann ausatmend wieder zurück. Die Hände neben die Hüfte und noch einmal die Arme nach oben strecken
Urdhva Hasta, von den Fersen bis in die Fingerspitzenlänge. Und ausatmend mit langen Flanken tauch ab in Uttanasana, der Kopf tief. Einatmend Ardha, das Brustbein lang nach vorne, beugt die Beine und lauf wieder zurück mit den Füßen zu Adho Mukha Svanasana. Die Arme gestreckt, wenn nötig, beugt die Beine etwas, sodass die Flanken nochmal ganz lang strecken können und die Sitzbeine heben. Ganz lang strecken, Sitzbeine heben, Leisten tief, hebt den Kopf etwas, um die Schulterblätter nach innen zu bringen, ohne dass das Becken nach vorne fällt. Wenn du den Kopf hältst, halt die Hüfte zurück. Halt die Hüfte zurück, Doris, ganz deutlich, Hüfte rück, ja, und dann heb den Kopf von hier, das ist es, gut so. Und dann bring die Schulterblätter nach innen und die Oberschenkelansätze zurück, nicht das Becken verlieren, bleib hinten, ja, bleib hier. Und dann lass den Kopf sinken, Gewichte nach vorne, das Becken sinkt, wie vorhin, halte den Unterbauch gehoben, in die Plankenstellung. Die Beinrückseite öffne, die Innenbeine heben und dann komm zu Urdhva Mukha. Richte den Oberkörper entlang der Oberarme auf, entlang der Innenarme. Daumen, Zeigefinger fest im Kontakt zum Boden und von dort drück dich nach oben. Bring die Schulterblätter abwärts. Das Brustbein hebt und ausatmen, schieb dich wieder zurück. Zu Adho Mukha Svanasana, den herabschauenden Hund. Bleibe hier. Hüfte hoch und drück, deutlich hoch und drück. Mehr, mehr, mehr. Leisten tief, die Hüfte hoch und drück, streck die Arme. Und dann schau nach vorne zu den Händen und lauf mit den Füßen einatmend nach vorne. Komm wieder in die halbe Vorbeuge, das heißt, du kreist von außen die Waden oder die Knie, wo du ankommst, können auch die Oberschenkel sein, um das Brustbein lang nach vorne zu strecken. Die Oberschenkel ran, heb die Oberschenkel, halt sie zurück und dann tauch noch einmal ab in die volle Vorbeuge, in Uttanasana, der Kopf tief. Halte die Waden, die Haut hinten an den Waden und heb sie sanft nach oben, um den Oberkörper nach unten fließen zu lassen. Und nun die Oberschenkel deutlich zurückgehalten, die Füße sehr präsent, streckt die Arme seitlich und komm wieder nach oben zu Urdhva Hasta. Atme tief ein und ausatmen, bring die Arme über die Seite nach unten. Einatmen, streck dich. Länge, die Handkanten hoch und ausatmen, tauch ab in Uttanasana, das Brustbein wieder lang nach vorne, beug die Beine, bring die Hände auf die Matte und streck dich wieder aus in den herabschauenden Hund, ganz lang werden. Die Füße im Bewusstsein, das heißt, ihr hebt die Hüfte hoch und drückt, streckt die Arme deutlich, von den Händen hoch in die Hüfte streck. Und komm in die Haltung, indem du noch einmal die Füße ins Bewusstsein bringst. Bleib in der Haltung, in Adho Mukha, im herabschauenden Hund. Nicht nach vorne gewichten. Du bleibst hier nochmal in der Öffnung. Die Achselhöhlen öffnen. Der Kopf so, dass die Ohren neben den Oberarmen stehen. Die Oberschenkelansätze nach hinten. Und wieder das Heben der Innenknöchel. Und die Außenknöchel bringen ran. Und dann komm auf die Knie und komm über die Seite zum Sitzen, nach vorne. Wir kommen in die nächste Haltung, das kleine Boot. Das heißt, wir bringen jetzt die Aufmerksamkeit in die Körpermitte und kräftigen und stärken diesen Bereich, der uns wirklich hilft, den unteren Rücken zu schützen. Wenn wir in die Vorwärtsstreckungen gehen, brauchen wir diese Aktion, das Heben des Unterbauches. Und so gehen wir in Ardha Navasana, das kleine Boot. Komm erst in Dandasana,
Das heißt, du streckst die Beine nach vorne. Beide Beine gestreckt, die Füße geschlossen. Die Fingerkuppen rechts und links neben der Hüfte eingesetzt. Drück Daumen und Zeigefinger fest nach unten, auch die anderen Fingerkuppen dann. Und schraub die Ellenbogen nach hinten. Halte die Beinrückseite so flach wie möglich. Richte den Oberkörper gut auf. Heb die unteren Rippen weg vom Becken. Heb das Brustbein. Die Schultern nach hinten, Schulterblätter abwärts. Und das Kreuzbein bring nach innen. Kreuzbein nach innen. Diesen Bereich an der Hüfte, das Kreuzbein, dieses kommt nach innen und du hebst den Unterbauch. Okay, und jetzt greif in deine Kniekehle, bewahr die Aufrichtung im Oberkörper, beug die Beine, winkel die Beine etwas an und roll auf den unteren Rücken. Roll auf den unteren Rücken. So weit, bis sich die Fersen automatisch heben, weg von der Matte. Genau, halte dies. Heb nochmal das Brustbein, bring die Schulterblätter nach vorne, Schulterblätter nach vorne und dann streck die Beine, streck die Arme. Streck die Beine, streck die Arme. Halte und atme. Streck die Beine, streck die Arme. Nach vorne, aber halte die Schulterblätter abwärts, Schulterblätter abwärts. Und komm einatmend nach oben, richte den Oberkörper auf, heb das Brustbein, bleibt aufrecht, nicht einsinken. Und noch einmal, wir wiederholen. Greif wieder in die Kniekehle, heb das Brustbein, halte die Schulterblätter abwärts und nach vorne. Und roll auf dem unteren Rücken, auf dein Kreuzbein. Im unteren Rücken rund werden, bis sich die Fersen heben. Und dann halte dies, streck erst die Arme. Streck die Arme, halte die Schulterblätter abwärts weg von den Ohren und streck die Beine. Halte und atme. Bleibt, ich gucke bei euch, halte und atme. Streck die Beine in die Fersen, in den Fersen. Uzi, Kreuzbein flach, aber die Schulterblätter abwärts und nach vorne. Über die Armstreckung, spreiz die Finger, setz die Hände mit ein. Ruhig atmen und komm einatmend nach oben. Wunderbar. Und dann leg dich noch einmal auf den Rücken und zieh die Knie ran an den Oberkörper und schaukel ein bisschen nach links und nach rechts. Auf den Schultern und die Schultern und die Hüfte integriert in diese Schaukelbewegung. So gib deinem unteren, deiner Rückseite eine kleine Massage. Auch der Hinterkopf integriert in diese Schaukelbewegung. Und dann beende. Greif nochmal die Mitte der Schienbeine, zieh die Knie ran an den Oberkörper und komm mit der Stirn Richtung Knie. Werde ganz rund und ganz klein und schaukel auf deiner Rückseite von hinten nach vorne und komm wieder hoch zum Sitzen. Wir gehen noch einmal in diesen Aspekt, das kleine Boot, und verbinden mit dem Großen. Also Ardha Navasana und das große Boot Navasana. Also ihr greift noch einmal die Kniekehlen, kommt gleich mit, ich führe euch durch, ich gehe mit euch in die Haltung, in die Kniekehle greifen, die Füße so aufgestellt und dann heb erst wieder das Brustbein, richte dich gut auf im Oberkörper, die Schulterblätter nach vorne und abwärts. Atme tief ein und ausatmend. Wieder aufs Kreuzbein rollen. Ganz rund werden im unteren Rücken. Wenn du merkst, die Beinstreckung ist eine zu große Herausforderung für den unteren Rücken, dann halt die Beine gebeugt und streck einfach die Arme, sodass du erstmal im unteren Rücken deutlich ankommst und merkst, wie die Bauchdecke aktiv rankommt. Der Bauchnabel hebt, der Unterbauch hebt. Halte und atme. Und dann komm einatmend nach oben zum Sitzen auf die Mitte der Sitzbeine. Richte den Oberkörper gut auf. Und du kannst hier die Kniekehle halten,
Versuche auf der Mitte der Sitzbeine zu balancieren und streck die Beine nach oben. Aber heb das Brustbein. Heb das Brustbein, Schulterblätter nach vorne. Und der Winkel zwischen Oberschenkel und Oberkörper wird immer kleiner. Sehr gut. Heb das Brustbein mehr. Und dann löse wieder auf. Richte den Oberkörper gut auf und leg dich wieder auf den Rücken. Und greif die Knie und komm zu Apana Asana. Das heißt, du ziehst die Knie ausatmen etwas ran und einatmen löse etwas. Der Hinterkopf ruht, die Schulterblätter flach. Komm wieder in diese leicht fließende Bewegung. Der Atem integriert, ausatmen, die Knie etwas heranziehen und einatmen, löse. Und dann wieder greif die Knie, zieh die Knie ran, bring die Stirn zu den Knien und schaukel auf deiner Rückseite von hinten nach vorne und komm dann nach oben zum Sitzen. Und noch einmal über die Seite hoch zum Stehen. Komm noch einmal hoch zum Stehen. Wir kommen in die nächste Vorwärtsstreckung aus dem Stand. Dafür braucht ihr zwei Blöcke und eine Wand, wieder wie vorhin für den herabschauenden Hund. Ihr bringt die linke Ferse zurück, etwas erhöht, sodass ihr die, also erhöht nur dann, wenn ihr die hintere Ferse sich hebt in der Haltung. Also ihr bringt die Fersenrückseite an die Wand, macht einen Schritt mit dem rechten Fuß nach vorne, ich spiegel euch, und halte die Innenfersen in einer Linie. Die Hüfte so parallel wie möglich und dann bringt erstmal die Hände an die Hüften. Findet euren Platz an der Wand und wir gehen gleich gemeinsam in die Haltung, in Parshvottanasana. Das heißt, beide Flanken strecken lang nach vorne über das gestreckte vordere Bein. Die hintere Fersenrückseite an der Wand. Der hintere Fuß nur leicht ausgedreht, nur ganz leicht, aber ein bisschen muss er ausdrehen. Die Hände an die Hüfte, die Daumen ans Kreuzbein. Und wenn es nötig ist, dass die Ferse hinten dann nicht erst hebt, wenn du in die Haltung gehst, dann halte die Ferse etwas gehoben, sodass du die Hüfte gut korrigieren kannst. Und dann streck erstmal beide Beine, schieb die Fersenrückseite in die Wand, die hintere, und vorne streck das vordere Bein und erinnere dich an deine Fußaktion in Tadasana. Das heißt, ihr hebt den Innenknöchel, drückt den Großzehballen vorne, streckt in den Großzehballen und haltet den Außenknöchel ran, nach innen. Beide Außenknöchel nach innen, in beiden Füßen. Die Innenknöchel heben, die Außenknöchel ran. Hebt den Unterbauch, hebt das Brustbein, Ellenbogen nach hinten. Und dann streckt die Flanken lang nach vorne, beide gleich lang, weit nach vorne, über das vordere gestreckte Bein. Dabei halte deine rechte Außenleiste zurück, sodass beide Flanken gleich lang über das vordere Bein nach vorne strecken. Das Brustbein führt, hebt den Kopf, halte den Kopf gehoben, die Ellenbogen rückt, das Brustbein zieht nach vorne, bis du halb ankommst. Also nicht ganz in die Haltung, du bleibst konkav, genau, Ellenbogen rück, das Brustbein streckt nach vorne und dann komm einatmend hoch, richte den Oberkörper wieder auf, bring den hinteren Fuß zum vorderen, sodass ihr den gleichen Abstand habt und wechsel. Diesmal kommt rechts nach hinten, der rechte Fuß zurück, die Fersenrückseite an der Wand, die Innenfersen in einer Linie und die Hände an der Hüfte. Streck beide Beine in die Fersen, halte die hintere Fersen sehr aufmerksam in der Wand, schieb die Wand, die Ferse rück in die Wand, fühl dieses Knöcherne und vorne streck das Bein auf jeden Fall wieder in die Ferse
Und dann komm auf den Großzehballen und halte den Außenknöchel ran. Der Innenknöchel hebt, Außenknöchel ran. Heb das Brustbein, also du hebst vom Unterbauch hoch ins Brustbein, Ellenbogen rück, die Nasenwurzel halt zurück und dann streck dich mit beiden Flanken lang nach vorne, beide Flanken gleich lang, indem du deine linke Außenleiste zurückhältst und in dein vorderes Innenbein streckst, Innenferse, Großzehballen. Innenferse, Großzehballen und der Außenknöchel ran. Zieh dich lang nach vorne, lang nach vorne und zieh die Oberschenkel hoch, Kniescheibe hoch. Halte die konkave Pose, das Brustbein streckt nach vorne, Schulterblätter ran und komm einatmend wieder zurück. Bring den hinteren Fuß nach vorne, schließ die Füße. Steh kurz in Tadasana, symmetrisch und such dir einmal noch Blöcke. Wenn du hast, dann nimm dir die Blöcke zur Hilfe als Verlängerung der Arme, sodass wir jetzt auch die Hände mit integrieren. Und bring wieder deine linke Ferse zurück, den rechten Fuß nach vorne. So, dass die Fersenrückseite an der Wand steht, die Innenfersen in einer Linie, der hintere Fuß leicht ausgestellt, die Hände an die Hüfte, die Daumen ans Kreuzbein und dann schieb die Haut am Kreuzbein abwärts, streck wieder beide Beine und heb die Innenknöchel, Großzehballen, halt den Außenknöchel ran nach innen, hinten wie vorne, beide Füße machen die gleiche Aktion. Streck beide Beine, heb den Unterbauch, heb das Brustbein und komm wieder mit langer Flanke über das vordere gestreckte Bein. Zieh beide Flanken gleich lang nach vorne und halte jetzt deine rechte Außenleiste zurück. Dabei streck wieder zurück in dein vorderes Innenbein, Großzehballen. Und stütz jetzt die Hände auf den Blöcken, umrahme mit den Händen die Blöcke gleichmäßig. Die Hände sind schulterbreit und die Finger zeigen nach vorne. Hier kannst du die Handwurzel, die Handfläche nach unten drücken, um diesen Block imaginär zurückzuziehen, damit du die Schulterblätter mehr nach vorne bringst und zurück. Dabei halte deine rechte Außenleiste deutlich nach hinten, deutlich zurück, sodass das Becken parallel steht. Die hintere Ferse, Fersenrückseite in die Wand und dann streckt beide Flanken gleich lang nach vorne. Das Brustbein sucht die Länge. Halte dieses halbe Parshvottanasana. Und das Wort Uttana, die intensive Streckung. Jetzt nimm die Blöcke ein bisschen flacher, setz die Hände wieder flach auf und komm tiefer in die Haltung. Halte die Fußaktion, halte den Außenknöchel ran, heb den Innenknöchel, Großzehballen und streck beide Flanken lang nach vorne, indem du die rechte Außenleiste zurückhältst. Und der Kopf sinkt. Die Stirn sinkt, der Blick Richtung Schienbein und dann tauch einatmend wieder auf. Komm in das konkave Rückenmuster, die Schulterblätter nach innen und die Hände an die Hüfte. Richte den Oberkörper gut auf und wechsel. Bring den hinteren Fuß zum vorderen und bring den hinteren, diesmal den rechten Fuß an die Wand, die Fersenrückseite an die Wand und den linken nach vorne. Streck beide Beine in die Innenfersen, so dass du deine Fersenrückseite knöchern in die Wand schiebst. Halte diesmal deine linke Außenleiste zurück. Heb den Unterbauch, heb das Brustbein. Und komm erstmal noch in das Bewusstsein beider Füße. Also wieder heb den Innenknöchel in beiden Füßen.
und bring den Außenknöchel ran. Die Kleinzehseite deutlich, scharf in die Matte. Und dann komm mit langen Flanken über das vordere gestreckte Bein, indem du deine linke Außenleiste zurückhältst. Die Ellenbogen hoch und rück. Erst konkav, zieh das Brustbein lang nach vorne, geh sehr achtsam in die Haltung und dann erst setz die Hände auf die Blöcke, hochkant. Die Blöcke umrahmen den Fuß gleichmäßig, die Finger zeigen nach vorne, die Handfläche in die Blöcke, im Kontakt zum Block, sodass du jetzt den Block imaginär nach hinten ziehst mit den Handflächen, um das Brustbein nach vorne zu verlängern, den Oberkörper nach vorne zu verlängern und dabei die linke Außenleiste zurück. Linke Außenleiste zurück. Halte den Kontakt im hinteren Fuß und auch im vorderen Fuß, Innenferse, Großzehballen. Und löse die Blöcke, bringen etwas flacher, sodass die Arme, die Hände tiefer kommen. Und dann lass den Kopf sich neigen. Aber nicht so, dass der Kopf runterbaumelt, sondern wirklich geführt. Mit langem Nacken geht der Blick Richtung Schienbein. Beide Beine gestreckt in die Innenbeine, Innenfersen, Großzehballen. Also du kommst vom Außenfuß deutlicher auf den Innenfuß. Und halte deine linke Außenleiste zurück, um die Flanke lang nach vorne zu verlängern. Und dann tauch einatmend wieder auf, zieh das Brustbein lang nach vorne. Halte den Kontakt der hinteren Ferse, wenn du hochkommst. Bring die Hände an die Hüfte, richte den Oberkörper auf und bring den hinteren Fuß nach vorne. Schließ die Großzehen, die Hände ans Kreuzbein und löse ganz auf, achtsam. Und wir kommen zur nächsten Haltung. Upasaraya, dafür braucht ihr einen Stuhl, wenn ihr habt. Habt ihr alle einen Stuhl? Und wenn ja, dann gebt mir ein kleines Zeichen, ob ihr einen Stuhl habt. Okay, nehmt ihr den Stuhl zur Hilfe an die Wand. Und dann guckt erst einmal bei mir. Ihr habt den Stuhl. Und ihr kommt mit den Füßen hüftbreit und mit den Füßen so etwa eine Fußlänge entfernt von der Wand. Die Fußaußenkanten parallel. Und ihr haltet die Sitzbeine an der Wand. Ihr könnt alle einmal gucken, bevor ihr in die Haltung geht. Ich warte auf euch, bis ihr alles habt. Okay. Seht ihr mich? Könnt ihr das sehen? Gut, okay. Also die Sitzbeine an der Wand, das haben wir auch schon im Studio geübt. Ne, die Füße ein bisschen Abstand. Und dann schiebt ihr die Sitzbeine nach hinten und streckt den Oberkörper lang nach vorne. Beginnt zunächst die Hände zu stützen auf der Fläche des Stuhles, sodass ihr langsam in die Haltung kommt. Hier bleiben die Leisten tief. Das ist wunderbar in dieser Haltung. Die Leisten kommen tief, die Flanken strecken lang nach vorne. Und hier kannst du so gehen, wie es für dich angenehm ist. Entweder du stützt nur die Stirn und greifst mit den Händen die Stuhlbeine, um hier die Ellenbogen zur Seite zu strecken, um den Brustraum zu weiten. Oder wenn das zu tief ist und du dann in die Streckung zu stark ist, dann kannst du die Unterarme aufsetzen, sodass du auch in einen loslassenden Aspekt kommst in dieser Haltung. Die Sitzbeine halten den Kontakt, du schiebst die Sitzbeine an der Wand nach oben, hältst die Aktion der Füße, also wie immer das Heben der Innenknöchel, die Außenknöchel ran und Richtung Kleinzehseite und dann lass den Oberkörper weich und lang nach vorne fließen. Raus kommst du so, indem du dich langsam nach oben rollst mit rundem Rücken. Und dann lehn dich etwas an die Wand, die Füße nach vorne und beende. Okay, gemeinsam. Nehmt die Füße eine Fußlänge
entfernt von der Wand. Also die Fersen und die Wand haben eine Fußlänge Abstand. Die Fußaußenkanten parallel zum langen äußeren Mattenrand und du lehnst die Sitzbeine erstmal in die Wand. Und dann, wenn du nach vorne kommst, schieb die Sitzbeine zurück, halt die Oberschenkel zurück und stützt die Handflächen erstmal auf dem Stuhl. So ist gut. Genau. Halt die Oberschenkel rück. Wunderbar. Und jetzt halte auch die Fußaktion, das Heben der Innenknöchel. Das passiert, indem du die Matte imaginär auseinanderziehst. Dann bring aber die Außenknöchel wieder ran. Die Oberschenkel halt zurück. Und dann komm tiefer auf deine Art. Also entweder du stapelst die Unterarme und legst die Stirn ab oder du lässt nur die Stirn sinken, greifst die Stuhlbeine oder gar du greifst die Lehne des Stuhls und streckst die Arme so nach vorne. Die Ohren dann neben den Oberarmen. In deinem Ermessen, in deiner Anatomie, geh mit deinem Körper, schieb die Sitzbeine zurück, zurück zur Wand und streck die Sitzbeine an der Wand nach oben. Von der Kleinzehseite zum Großzehballen halte die Aktion im Fuß, heb die Innenknöchel, das ist, als würdest du die Matte imaginär auseinanderziehen und bring dann aber den Außenknöchel wieder ran. Und dann passiert etwas im Bein, das geht bis hoch in die Hüfte, diese Aktion. Vielleicht kannst du sie wahrnehmen. Und dann das Langstrecken nach vorne des Oberkörpers, die Flanken lang nach vorne. Der Unterbauch hebt, das Brustbein hebt, die Haut am Brustbein hebt, die Stirn ruht. An der Stelle, die ihr gewählt habt, entweder die Fläche des Stuhls oder die Unterarme, die knöcherne Struktur. Und so gibt das Gewicht der Stirn an diese knöcherne Struktur ab oder den Stuhl. Und entspannen vom Druckpunkt seitlich die Haut an der Stirn. Die Augen weich. Der Atem fließt. Immer wieder kommt zurück zu den Füßen, die Aktion der Füße, die sich fortsetzt hoch in die Hüfte, das Heben der Innenknöchel, die Außenknöchel ran und Richtung Kleinzehseite, Großzehballen haltend und dann die Oberschenkelansätze zurück. Die Sitzbeine zurück, so dass der Bauch lang nach vorne strecken kann, der Unterbauch strecken kann. Die Atmung ruhig und gleichmäßig, ganz weich. Und dann komm langsam zurück. Stütz die Handflächen und roll dich diesmal mit rundem Rücken nach oben an der Wand entlang. Richte den Oberkörper mit rundem Rücken auf, Wirbel für Wirbel. Und lehn dich dann mit dem Oberkörper an die Wand. Hab die Füße noch ein bisschen weiter nach vorne versetzt, sodass du den unteren Rücken jetzt nochmal gut in die Wand lehnen kannst. Hier die Hände, Handrücken an der Wand, der Hinterkopf entspannt Richtung Wand. Der Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Und dann komm langsam zurück. Löst die Haltung auf, löst dich von der Wand. Und nimm dir jetzt deinen Stuhl für Shavasana. Nimm den Stuhl, um die Unterschenkel abzulegen
und einfach mit der Absicht, auch wenn du sonst keinen Stuhl benutzt, nimm ihn heute, sodass der untere Rücken nochmal loslassen kann in die Unterlage. Zieh dir was an, wenn du möchtest. Und falls du ein Augensäckchen zu Hause hast, dann kannst du dir das holen, um die Augen etwas zu beschweren mit dem Augensäckchen. Und mach alles angenehm für Shavasana. Die Unterschenkel abgelegt auf dem Stuhl. Wenn du brauchst, eine Decke für den Kopf, sodass die Stirn nicht tiefer fällt als das Kinn, sondern Stirn und Kinn auf einer Ebene. Ich zeige einmal noch das Liegen. Hier ist die Decke für den Kopf. Und dann liegst du auf dem Rücken, die Unterschenkel, die Waden abgelegt, die Kniekehlen an diese Kante. Und dann zieh dir die Decke so unter den Kopf, dass der Deckenrand am Schulterrand abschließt. Bring dann die Hände rechts und links im leichten Abstand zum Oberkörper, ein kleiner Winkel. Die Handflächen zeigen nach oben. Der Nacken lang und der Hinterkopf ganz flach. Eventuell ein Augensäckchen auf die Augen, um die Augen zu beschweren. Und dann komm an in Shavasana, dem Asana des tiefen Loslassens. Auf allen Ebenen. Auf körperlicher Ebene und auf mentaler Ebene. Und so gib das ganze Gewicht deines Körpers an die Erde ab. Und Schwere im äußeren Körper. Und die Beine entspannt aus der Hüfte in deine Füße. Vom Großzeh zum Kleinzeh entspannt. Die Arme entspannt aus den Schultern bis in deine Hände. Von der Kleinfingerseite zur Daumenseite entspannt. Das Becken schwer. Die Schulterblätter flach, abgelegt. Der Hinterkopf ruht auf der Unterlage. Das Gewicht deines Kopfes sinkt in den Boden. Schwere im äußeren Körper. Jede Zelle deines Körpers sinkt zum Boden hin.
deine Augen ruhen in der Tiefe deines Kopfes. Deine Ohren entspannen nach innen. Der Unterkiefer locker, die Zunge locker im Unterkiefer. Deine Lippen berühren sich leicht. Und so komm immer tiefer in deine eigene innere Stille. In reines Sein. So sein. Langsam komm zurück. Nimm einen etwas tieferen Atemzug und atme dich zurück. Halte die Augen geschlossen, die Ellenbogen schwer und lege eine um die andere Hand auf den Bauch. Stell die Füße auf die Fläche deines Stuhles und komm noch einmal zum Liegen auf deine rechte Seite mit angezogenen Knien und der rechte Oberarm stützt die rechte Schläfe, so dass die Halswirbelsäule in Linie bleibt. Ungestört. Und jetzt öffnen sich deine Augen ganz ruhig, ganz weich.
Ein bisschen Licht fällt ein. Und du kommst über die Seite nach oben zum Sitzen. Halte den Blick auf deiner Matte. Und wenn du sitzt, schließ gleich wieder deine Augen. Sitz aufrecht, auf eine Art, die dir angenehm ist. Schließ die Augen, bring die Handflächen zueinander mit den Daumenwurzeln, stütze und hebe das Brustbein. Und wieder fühl den Kontakt deiner Handflächen von der Handwurzel bis in die Fingerspitzen. Die Haut am Brustbein angehoben, das Herz angehoben. Fühl dich zentriert über die Handhaltung. Die rechte Körperseite, die linke Körperseite zueinander geführt, in Verbindung. Ganz in deinem Zentrum. Die Stirn neigt sich leicht Richtung Herz. Und die Augen halte ruhig im Hinterkopf. Und dann lass deine Stirn ganz zum Herzen sinken. Und auch hier ist es ein Verneigen vor dir selbst, der Natur deiner selbst, die reines Bewusstsein ist. Stille, Frieden. Und dann bring die Handrücken auf die Oberschenkel. Hebe deinen Kopf ganz behutsam, ganz achtsam und öffne ruhig und weich deine Augen. Auch hier halte den Blick ganz weich und weit. Komm langsam zurück in deinen Raum, auf deine Matte. Namaste. Vielen Dank euch.